Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, darf man Teile aus einer fremden Tonaufnahme samplen oder elektronisch kopieren? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Urteils. Gestern hat es das Bundesverfassungsgericht verkündet und dieses Urteil markiert eine wichtige Zwischenstation in einem Rechtsstreit, dessen Ursprung mittlerweile schon 19 Jahre zurückliegt. 1997 hat Musikproduzent Moses Pelham einen 2 Sekunden langen Klangschnipsel aus dem Stück Metall auf Metall der Gruppe Kraftwerk genommen und baute diesen in das Stück Nur mir, der Interpretin Sabrina Setlur ein. Und dabei vergaß er wohl, Kraftwerk vorher um Erlaubnis zu fragen. Und das fanden die nicht so toll und verklagten Herrn Pelham deshalb auf Unterlassung. 2-mal ging der Streit durch alle Instanzen, bevor er schließlich beim Bundesverfassungsgericht landete. Ja, und gestern hat das Gericht dann nun endlich entschieden, dass Sampling unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. Welche Voraussetzungen das sind, ob der Rechtsstreit damit jetzt vorbei ist und was das alles mit dem Netz und elektronischer Musik zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Ich grüße dich. Hallo. Hi. Ja, gestern eben entschied dieses Gericht nun, im Groben und Ganzen haben wir schon gehört, worum es geht. Vielleicht kannst du aber nochmal für uns im Detail erläutern, was der Knackpunkt in dem Rechtsstreit war. Ja, in dem Rechtsstreit ging es nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, eigentlich um das Urheberrecht, sondern um eine andere Rechtsposition, das sogenannte Tonträgerherstellerrecht. Dieses Tonträgerherstellerrecht ist nicht abhängig von irgendeiner besonders originellen Schöpfungsleistung, wie das beim Urheberrecht der Fall ist. Das greift erst ab einer bestimmten Schöpfungshöhe, ab einer gewissen Originalität, könnte man sagen. Sondern dieses Tonträgerherstellerrecht entsteht schlicht und ergreifend dadurch, dass jemand Geld in die Hand nimmt und eine Tonaufnahme finanziert. Völlig unabhängig davon, was jetzt auf dieser Tonaufnahme zu hören ist. Das ganz große Problem war jetzt eigentlich, dass dieses Tonträgerherstellerrecht sehr rigoros gehandhabt wurde. Es gab eigentlich keine wirkliche Untergrenze, ab dem dieses Tonträgerherstellerrecht nicht mehr greift. Also zum Vergleich, ich sagte ja gerade, beim Urheberrecht gibt es diese Schöpfungshöhe. Das heißt, einen einzelnen Ton zum Beispiel kann ich nicht vom Urheberrecht geschützt ansehen. Ja, da greift das nicht, da fehlt die Originalität. Eine Melodiesequenz, also die Kombination bestimmter Töne, die kann im Urheberrecht unterfallen. Beim Tonträgerherstellerrecht ist es anders, da gibt es keine Untergrenze. Ein einzelner Ton zum Beispiel, darauf erstreckt sich das Tonträgerherstellerrecht in dem Augenblick, in dem es eine Aufnahme gibt. Ja, mhm. Und genau das war eigentlich eins der wesentlichen Probleme. Wie macht man jetzt dieses Tonträgerherstellerrecht granularer sozusagen? Also gibt es sowas wie eine Untergrenze, unterhalb derer der Inhaber dieses Rechts an einer Aufnahme nicht mehr verbieten kann, dass man Teile dieser Aufnahme benutzt. Und wie wurde das Sampling bisher dann rechtlich beurteilt? Ja, bisher galt da die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, des BGH, und der hat so ein sehr eigentümliches Kriterium eingeführt. Also ein Kriterium für die Frage, wann ist es zulässig, ohne Erlaubnis des Rechteinhabers Teile aus einer bestehenden Aufnahme zu entnehmen und sie in ein neues Werk einzubauen. Und da hat der BGH ein Kriterium entwickelt, das nannte er Nachspielbarkeit oder gleichwertige Nachspielbarkeit. Das heißt, man musste sich immer fragen, hätte ein durchschnittlich befähigter und ausgestatteter Musikproduzent, also eine abstrakte Figur, wäre dieser Musikproduzent in der Lage, diesen Ausschnitt gleichwertig nachzuspielen? Wobei überhaupt nicht klar ist, was eigentlich gleichwertig ist. Und auch dieser durchschnittlich befähigte Musikproduzent ist halt auch nur eine gedachte Figur. Also es ist ein abstrakter Maßstab, mit anderen Worten. Und so wurde es bisher gehandhabt. Ziemlich ungünstig, gerade für Hobbymusiker, die vielleicht nicht die Möglichkeiten eines durchschnittlich befähigten Musikproduzenten haben, aber auf die wird trotzdem dieser Maßstab angelegt. Das heißt, faktisch war es eigentlich für Hobbymusiker oft so, dass Sampling illegal war. Ja, also du hast schon ein bisschen die Probleme angesprochen, die durch die bisherige BGH-Rechtsprechung entstanden sind. Also Hobbymusiker zum Beispiel, ne? Hatten noch andere Probleme dadurch, oder ist das so, kann man sagen, das ist vor allen Dingen, die waren dann die Geläuterten? Naja, also eben solche Leute wie zum Beispiel Herr Pelham, die jetzt gerne irgendeinen Schnipsel aus einer Musikaufnahme benutzen möchten, auch kommerziell, die hatten natürlich im Prinzip die gleichen Probleme. Die konnten sich immer noch sagen, naja gut, also notfalls, wenn ich halt die Erlaubnis nicht bekomme, dann spiele ich eben diesen Sample nach, wobei das natürlich künstlerisch überhaupt nicht vergleichbar ist. Gerade im Hip-Hop geht es ja beim Sampling eben darum, die Referenz auf eine ganz bestimmte Zeit zu setzen, in der es bestimmte Recording-Techniken gab, bestimmte Aufnahmetechniken, überhaupt so der Geist einer bestimmten musikalischen Epoche, den möchte ja mit einem Sample einfangen, und da ist eben das Nachspielen tatsächlich nicht wirklich das Gleiche. Aber immerhin, also rein technisch hätten vielleicht professionelle Produzenten das eher hingekriegt, Hobbyproduzenten nicht. Und wer natürlich auch ein Problem hatte, sind die Leute, die vielleicht gar keine Musiker sind, sondern die eben im Internet Memes und Mashups machen und einfach bestehende Stücke neu verwerten, neu zusammenbauen und was Neues daraus machen wollen, ohne jetzt unbedingt Künstler oder Musiker zu sein. Mhm.
Jetzt also dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Was ändert sich jetzt dadurch? Was ist anders? Naja, was jetzt anders ist, ist, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich eine Art sehr viel flexibleren Mechanismus als vorher eingeführt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich jetzt gesagt, naja, also solange wie dem Inhaber dieses Tonträgerherstellerrechts durch die Verwendung eines Samples kein erheblicher wirtschaftlicher Nachteil entsteht, also mit anderen Worten, dass die Leute jetzt diese Platte nicht mehr kaufen, weil jemand ein Sample aus der Platte in einer anderen Aufnahme benutzt hat, also solange das nicht so ist, kann man eben tatsächlich samplen. Ja? Und das heißt, man hat jetzt einen viel, viel flexibleren Mechanismus, als es den vorher unter dieser sehr abstrakten Rechtsprechung des BGH gab. Mhm. Ja, was bedeutet das für vielleicht auch viele, die uns hier zuhören, junge Musiker oder auch einfach Leute, die da ganz naiv rangehen und sagen, oh, ich mach das hier einfach mal, weil ich da Bock drauf hat. Hat dieses Urteil dann irgendwelche Auswirkungen? Ja, ganz massiv. Denn die können jetzt eigentlich ohne rechtliche Bedenken tatsächlich Samples benutzen. Die können damit experimentieren. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Freiraum für kreative Entfaltung, für musikalische Experimente, die eben auf schon bestehenden Aufnahmen aufbauen. Gerade wenn man sich vorstellt, dass Leute zum Beispiel so Collagekunst machen. Also das heißt, ich nehme ganz viele Schnipsel aus ganz vielen verschiedenen Aufnahmen und baue daraus was Neues zusammen. Dann hätte ich vielleicht nach der alten Rechtsprechung des BGH das nicht ohne Erlaubnis gedurft und hätte tatsächlich für die 100 oder 500 Samples, die ich dann benutzen möchte, für jeden Einzelnen eine Erlaubnis einholen müssen. Mhm. Genau das brauche ich jetzt nicht mehr. Gerade eben so als jemand, der eben da jetzt kein großes Geschäft mitmachen will oder so, der kann eben hingehen, das tatsächlich machen, kann das auch online stellen und muss keine Angst haben, dafür abgemahnt zu werden oder sonst irgendwie in Anspruch genommen zu werden. Also ist man da wirklich auf der sicheren Seite oder wie das bei Urteilen so ist? Ja, dann üben die nochmal Widerspruch und gehen auch zu einer anderen Instanz. Also inwieweit ist das jetzt wirklich rechtskräftig oder geht dieser Rechtsstreit vielleicht sogar noch weiter? Ja, der geht tatsächlich noch weiter. Also er dauert jetzt schon 19 Jahre an. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt mal dem Bundesgerichtshof gesagt, wie man denn jetzt hier die Grundrechte richtig auszulegen hat, wie man eben dann auch die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, die ja einschlägig sind, jetzt richtig auszulegen hat. Und jetzt muss tatsächlich der Bundesgerichtshof noch einmal neu entscheiden. Und dabei gibt es noch einen ganz wesentlichen Pferdefuß. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundesgerichtshof nämlich auch gesagt, schaut doch bitte auch noch mal da drauf, wie sich das Ganze europarechtlich verhält. Glaubt ihr, dass die Auslegung, die jetzt hier geschieht, die ihr jetzt vornehmen müsst im Urheberrechtsgesetz, dass die überhaupt mit europäischem Recht vereinbar ist? Und wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid, dann müsst ihr die Sache dem EuGH vorlegen. Das heißt, jetzt kann es auch durchaus nochmal sein, dass der Europäische Gerichtshof ins Spiel kommt und das Ganze dann nochmal aus einer europarechtlichen Perspektive beurteilt und dann eben sagt, was er meint, wie denn jetzt diese Frage der freien Benutzung, so darum geht es hier rechtlich, wie die denn jetzt eigentlich europarechtlich zu beurteilen ist und welche Maßstäbe da gelten. Also es kann durchaus sein, dass sich da nochmal was ändert, aber bis dahin gilt jetzt tatsächlich der Maßstab, den das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat. Das heißt, vorläufig ist Sampling weitestgehend erlaubt. Und wenn der EuGH dann irgendwann mal entscheiden sollte, kann sich das ja auch noch um einige Jahre hinziehen, ne? Also das kann sich in der Tat noch einige Jahre hinziehen, genau. Sehr gut. Ja, Volker, vielen Dank, dass du uns da mal einen Einblick gegeben hast. Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Gestern entschied ja das Gericht endlich, dass Sampling unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist und wir haben über diese Voraussetzungen eben gesprochen. Lieben Dank. Gerne. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, danke.